Dafür tragen sie das Trikot des Rekordmeisters. Dafür haben sie alle das Ziel, ja, etwas zu gewinnen am Ende ihrer Karriere. Auch für diesen deutlichen Sieg gibt es auch nur 3 Punkte. Und von daher, ja, Olli hat es gesagt, im letzten Jahr war es, glaube ich, so, dass Djatmira Rapid zweimal richtig wehgetan hat. Wir wollten heute für uns eine Antwort geben aus einer großen Dominanz, aus einer Galligkeit, was das Verteidigen, aber auch das Angreifen betrifft. Das war in der Höhe auch mehr als verdient. Was war anders? Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit gleich mal die Chancen genutzt, was wir gehabt haben, dann auch mit dem 2-0 mit dem Standardtor nachholen können. Und dann war die Partie, muss man eigentlich sagen, gelaufen nach dem 2-0. Ich glaube einfach, dass wir auch eine gute Mannschaft haben, dass wir viel fußballerische Qualität haben, gepaart auch mit der Aggressivität, um nach Ballverlust wieder zu pressen, gegen zu pressen. Wir haben gute Jungs dabei, die wirklich sich fantastisch präsentieren. Ich glaube, in der Saison haben schon wieder sehr viele Spieler aus unserer Mannschaft Tore gemacht. Das ist sehr gut, dadurch sind wir unausrechenbar. Und ja, ich glaube, innerhalb von der Mannschaft ist uns das relativ egal, wer die Tore macht. Wenn wir so spielen wie heute und uns die Tore gelingen, freut sich jeder für jeden und das zeigt der Mannschaft aus. Ich bin noch ziemlich jung, also ob das jetzt schon die Form meines Lebens ist, weiß ich nicht. Aber ich probiere, dass ich mit der Mannschaft helfen kann, mit guten Leistungen. Die Jungs machen einen Riesenjob, ja, dafür sind sie hier bei Rapid, das machen sie gut, aber wir wissen noch nicht, was nächste oder in 2 Wochen passiert. Ja, wenn uns wieder einer ausfällt mit einer Mandelentzündung oder mit Durchfall wie der Murgi vom Derby, dann muss halt wieder einer da sein. Ja, dafür tragen sie das Trikot des Rekordmeisters, dafür haben sie alle das Ziel, ja, etwas zu gewinnen am Ende ihrer Karriere. Es waren heute generell 4-5 Spieler bei uns dabei, die von der Admira gekommen sind und ja, heute ist glaube ich, ein witziger Zufall, dass genau die Spieler getroffen haben. Wir haben so, glaube ich, noch eine Vielzahl von Chancen gehabt. Der Joe, der Gracho, der Schobi, da hätten noch nicht so eine andere Tor mehr fallen können. Also ich glaube, nach der roten Karte ist dann die Admira mit dem 14-0 eh noch ganz gut bedient. Das erste war ein bisschen schwieriger als das zweite, aber trotzdem, ich glaube, ich habe gezeigt, dass ich die Tore unbedingt machen wollte und das ist auch wichtig. Der Kopfball war eine super Flanke vom Schobi, also und ich habe versucht, gegen die Laufrichtung zu drücken, ist mir gut gelungen. Beim ersten Kopf war schon ein bisschen Pech gehabt, der kann auch schon reingehen, aber die Standards sind halt super gekommen. Wir haben uns gut bewegt, haben alle Räume belaufen und dann haben wir uns gegenseitig quasi freiblockt und genau so sind die Tore entstanden. Und von daher war es gut, war es in Ordnung, aber Donnerstag geht es weiter. Bis heute hat der Fokus voll der Admira gegolten, auch aufgrund der letzten Saison und der Ergebnisse, glaube ich, hätte es da nicht passieren dürfen, dass man die Admira irgendwie unterschätzt. Das haben wir gemacht. Ich glaube, man hat das heute eindrucksvoll gesehen, dass wir mit vollem Ernst und mit hundertprozentiger Fokussierung dabei waren. Jetzt ist die Partie schon wieder dabei, ab morgen in der Früh liegt der Fokus dann schon wieder auf der Donnerstagpartie. Für Donnerstag ist es natürlich schon wieder super, wenn man hört, dass das ausverkauft ist und 2000 Fans mit ist. Also es macht schon Spaß für einen Spieler. Liebe Rapid-Fans, danke für die tolle Unterstützung heute und ich hoffe, ich sehe euch auch in den nächsten Wochen wieder im Stadion.